Worum geht's denn bei Big Data, Privacy und Datenschutz? Ja, bei diesem Themenbereich Big Data, Datenschutz so im weitesten Sinne, geht es immer darum, was sind die Daten, die andere über uns aufzeichnen, also zum Beispiel Daten, die über uns angenommen werden. Warum hat das eine Bedeutung? Big Data, der Name macht schon klar, sammelt Daten in einem großen Ausmaß und macht die auch so verfügbar, dass andere etwas damit anfangen können. Und bei Big Data geht es jetzt nicht darum, dass ich als Einzelperson sozusagen nachvollziehbar bin, sondern Menschen wie ich. Also meine Daten werden anonymisiert, aber trotzdem werden Schlussfolgerungen über Menschen wie mich gezogen. Und ich finde ein ganz interessantes, gleich ganz konkretes Beispiel ist, wenn man in seinem eigenen Google-Profil in die Ad-Settings hineingeht. Der Link ist ad-settings.google.com. Dann kann man sehen, was für Rückschlüsse zum Beispiel Google über einen selbst zieht, um dann entsprechend natürlich eine Werbung anzuzeigen. Das ist natürlich der Hintergrund. Aber es wird natürlich sozusagen, wie diese Daten zusammenkommen, wird natürlich aufgrund des eigenen Verhaltens, der Daten, die man von sich selbst preisgibt, bei Google natürlich auch die Suchmaschine, Ergebnisse, die man verwendet und die Suchen, die man in Google macht, da sieht man dann, welche Rückschlüsse zieht Google über einen selbst. Geben Sie doch ein Beispiel. Wenn ich so in der Arbeit vor allen Dingen mit Jugendlichen zu tun habe, dann sagen die oft, na ja, aber eigentlich ist das ja ganz praktisch, dass Google das ganz gut über mich weiß, weil es zeigt mir dann die passende Werbung an. Es zeigt mir die Werbung an, die mich auch wirklich interessiert, weil ich weiß ja, und es ist mir auch ganz klar, dass all diese Online-Angebote ja über Werbung funktionieren und Werbung und dass ich mir diese Werbung anschaue, auch mein Beitrag ist, wie ich bezahle dafür, dass ich diese Tools verwenden kann. Und klarerweise, das ist auch richtig. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade so Netzwerke oft Schlussfolgerungen ziehen, ohne dass wir es wissen, so wie jetzt hier bei Google nachschauen können. Und da kommen manchmal auch eigenartige Dinge zutage. So hat es zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Studie gegeben von Verhalten in Facebook. Und da sind so Schlussfolgerungen gezogen worden aufgrund der Themen und der Gruppen, die manche Leute liken. Und ob die intelligent oder dumm sind. Und da waren dann so Dinge wie Menschen, die Hello Kitty liken, sind dumm und Menschen, die Harley Davidson liken, sind dumm und Menschen, die Curly Fries liken, sind auch dumm. Und das ist natürlich etwas, das kriegt man nicht mit, ja, weil niemand wird dir sagen, okay, ich lasse dich jetzt zu einem Vorstellungsgespräch nicht zu, weil du hast auf Facebook Curly Fries geliked. Du musst also dumm sein, daher bist du für mein Berufsfeld nicht geeignet. Das tut natürlich niemand. Und das heißt, diese Rückschlüsse, diese sozusagen Kasteln, in die wir dann eingeordnet werden, bekommen wir nicht mit, und da können wir uns auch nicht dagegen wehren. So, zumindest nicht einfach. Und was kann Erwachsenenbildung tun, um dabei zu unterstützen, mit Big Data, Privacy und Datenschutz umzugehen?
Ja, ich glaube, alle, die wir im Bildungskontext mit Erwachsenen arbeiten müssen, in dem Bereich, wo wir tätig sind, immer wieder auch mal auf solche Themen aufmerksam machen. Jeder von uns, der mit Erwachsenen irgendwie im digitalen Umfeld tätig ist, wird irgendwann die Frage haben nach der Suchmaschine, nach Such etwas. Und da ist zum Beispiel der Moment, wo man sagen kann, verwende doch statt Google eine andere Suchmaschine. Zum Beispiel die Suchmaschine Quant, das ist eine europäische Suchmaschine, das ist eine Suchmaschine, die sich an die Datenschutzgrundverordnung hält, keine Daten speichert und trotzdem gute Suchergebnisse liefert. Ja. Also das ist so eine Möglichkeit. Ich kann aber auch einfach im Umgang mit den sozialen Netzwerken mir solche Sachen anschauen. Ich kann mit Erwachsenen mir anschauen, wie entsteht denn deine Filterbubble jetzt zum Beispiel in Facebook? Warum vermutest du, werden dir diese Inhalte angezeigt? Und warum vermutest du, wird dir diese Werbung angezeigt? Und was ich auch tun kann, ist, ich kann sozusagen gemeinsam mit meinen Kursteilnehmenden auch mich auf Spurensuche machen und Spuren verwischen. Also da gibt es zum Beispiel dieses sehr hilfreiche Data Detox Set, wo ich einfach so 8 Schritte habe, jeden Tag eine kleine Aufgabe, die einfach mir hilft, Daten, die es über mich im Netz gibt, auch wieder zu reduzieren. So der digitale Frühjahrsputz, egal zu welcher Jahreszeit, da einfach jeden Tag ein bisschen etwas zu machen und das alle paar Jahre zu tun, das ist auch hier ein Schritt, den man tun kann. Aber ganz generell glaube ich, es ist wichtig, Aufklärung zu betreiben, Teilnehmende sozusagen mit den Fakten hier zu konfrontieren, aber ohne Angst zu machen, weil Angst ist genau in diesem Bereich, in einem sehr sich schnell ändernden technischen Bereich, kein guter Dienst, weil Angst ist so eine Basis für viele dieser Menschen, die wirklich sich dann in so Verschwörungsmythen hineinreden und hineindenken. Und da müssen wir eher den Menschen helfen, wieder rauszukommen, anstelle sie mit Angst vor Datenüberwachung noch mehr hineinzukatapultieren.